Moin, ich bin Hinrich von Ein Stück Land und gerade das Thema Schlachtung und Zerlegung ist für unseren Online-Fleischversand besonders wichtig. Und deswegen haben wir uns heute Morgen mit Christopher Fritze, unserem Fleischer, vor Ort einmal getroffen und nehmen dich jetzt einmal mit in die Kulissen. Viel Spaß! Hygiene steht bei Christopher an erster Stelle, deswegen hat er mir erstmal das richtige Outfit gegeben. Wir sind hier in meiner Fleischerei in Kalübbe. Wir existieren seit 1913. Wir sind sozusagen hier in Norddeutschland der Fleischer mit Herz. Hier sind wir jetzt im Pulkraum und in der Zerlegung. Gestern haben wir die Rinder geschlachtet. Hier hängen sie jetzt eine Nacht zum Runterkühlen. Und jetzt wiegen wir die Tiere und schieben sie dann in den Hauptkühlraum, wo sie zum Reifen eine gewisse Zeit lang hängen bleiben. Im Vorkühlraum haben wir angefangen und es ging auch sofort zur Sache und ich musste ordentlich mit anpacken. Ich kann euch sagen, so ein 350 Kilo Rind ist ganz schön schwer. Jetzt fütteln wir die Tiere ab, also wir machen aus Hälften ein Viertel, sägen die Brust, den Nacken ein, das Rostbeef ab und fütteln zwischen siebte und achte Rippe ab, damit die Männer bei der Zerlegung das einfach einfacher haben und keine Handsäge mehr benutzen müssen. In diesem Traditionsbetrieb merkt man auf jeden Fall, dass jeder Handgriff sitzt. So, jetzt sind wir fertig mit der Zerlegung, haben das Fleisch auf der Fleischtraube und gehen damit nach vorne in die Portionierung. In der Portionierung portionieren wir das Fleisch auf die Wünsche, die Ein Stück Land uns vorgibt. Die Grammanzahl versuchen wir natürlich immer exakt wie möglich zu bekommen, damit wir alles aus dem Tier rausholen können, was irgendwie möglich ist. Wenn wir mit der Portionierung fertig sind, geht es in die Verpackung. Dort versiegeln wir das in Vakuumbeutel und danach geht es in die Auszeichnung. Und wenn das fertig ist, wird es gewogen, wird abgepackt und dann kann Ein Stück Land kommen und das Fleisch abholen. Mit dem Frischfleisch im Gepäck geht es jetzt zurück nach Kaihude und ist dann bereit für den Versand. Guten Appetit! Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir konnten ein bisschen mehr Transparenz schaffen. Und wenn du noch Fragen hast, dann melde dich immer gerne bei uns unter moin@einstückland.de. Bis bald!